Willkommen zurück zu Mario und Luigi Superstar Saga und Bowsers Schergen. Ja, Mario und Luigi sind bei mir gerade etwas getrennt, deswegen bin ich gerade auch ein bisschen genervt, weil ich auch nicht speichern kann und nichts und aber auch behaupten würde, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal hin zurück, weil hier überall diese Xer auf dem Boden sind und auch hier geht es ja irgendwie weiter. Ja. Deswegen gucke ich mal, dass ich mich hier wieder auf Ausgangsposition bringe. Ich kann mir das aber nicht anders vorstellen, als so wie ich es mir gedacht habe. Aber ich gucke jetzt gerade nochmal, es muss ja irgendwie was sein. Vielleicht besiege ich den gerade hier noch, damit Luigi gleich nicht so eine Pein hat. Ich glaube, diese 1000 Verteidigungshosen kann ich dann auch verschenken irgendwann. So. Jetzt muss ich hier dem Mario erstmal wieder helfen. Ich frage mich auch, da oben sind ja auch diese ganzen Gesichter eingraviert, ob das noch irgendwas zu bedeuten hat. So. So, ich musste mich ja irgendwie hier hinstellen, ne? So, hier ist zumindest schon mal nichts. Ich frage mich auch die ganze Zeit, ob das was hiermit auf sich hat. Ja. Eigentlich habe ich jetzt gedacht, so... ich probiere das jetzt mal. Warum ist hier jetzt noch eine? Hä? Und jetzt? Habe ich eigentlich gar nichts gewonnen. Hä? Ah doch, ja klar, hier. Das heißt... theoretisch... wäre das ja jetzt möglich, diesen anderen Schalter da zu betätigen. Ich muss nur Luigi folgen können. So, ich glaube, Luigi war doch hier auf der Seite, oder? Nee. Moment. Ich bin mit Luigi jetzt gerade hier rübergelaufen, was ein bisschen dämlich war. Denn er muss ja wieder hier rüber. So muss das eigentlich sein. Das macht anders gar keinen Sinn. So, ich muss gleich mit dem Mario auch dahin laufen. Und dann sind vielleicht die ganzen Tore geöffnet. Und dann kann ich auch alles einsammeln. Das ist aber ein bisschen fies gemacht. Also das mit dieser Bodenplatte war so von mir nicht vorhergesehen. So, jetzt ist die Stunde der Wahrheit.
Okay. Jetzt sind wir wenigstens wieder zusammen. So, und jetzt müssen wir hier beide Dinge ablaufen. Weil hier jeweils, ja, auch Gegner sind. Aber auch natürlich Bohnen, die sich noch unterm Boden versteckt halten. Ich fand, das war halt jetzt wieder so ein Rätsel, das jetzt nicht gerade offensichtlich war. Und ich habe einfach nur Sachen ausprobiert, weil ich dachte, vielleicht haben ja doch noch diese, diese Eisplatten, die auf dem Boden leuchten, was zu bedeuten. Man versucht ja eine Erklärung für irgendwas zu finden. Deswegen, also, ich fand es halt nicht so super hyper eindeutig. Deswegen, also ich dachte jetzt eine Zeit lang, dass zumindest das, was so auf dem Boden leuchtet, irgendwie eine Relevanz hat. Ah, nur zwei, aber okay. Wenigstens ein bisschen was. So, hier war noch was. Da können wir uns schön bei dem Professor Igitt wieder Drinks machen. Was ist eigentlich das? Habt ihr das gesehen? Da war so ein Leuchten auf dem Boden. Ich weiß aber nicht, ob das nur zur Textur gehört. Oder es sind Blöcke. Moment. Ha! Ich habe nämlich diese Textur gesehen. So, wir gehen jetzt erstmal kurz hier lang und gucken nach Bohnen im Boden. Ja, hier war nämlich noch eine. Noch? Ach so, Grinsebohnen ist voll. Oh, Mist. Okay. Ich muss aber eigentlich ja nochmal zurück. Das war jetzt gerade ein bisschen dämlich. Ach, hier sind die Items. Okay, also die bringen hier richtig, richtig viele Erfahrungspunkte.
So, ich gucke jetzt gerade noch mal hier, aber ich meine nicht, dass da irgendwie was war. Ja, es ist ein bisschen verrückt, dass die da schon wieder sind. Diesmal andere Gegner. Okay, also das ist eine richtig, richtig mega gute Paarattacke. Ja, jetzt haben wir vom Level Up auch wieder Mario und Luigi ungefähr gleich auf. Moment, ich glaube, ich muss einmal hier zurück. Ja. Aber dann nützt es mir ja eigentlich nichts, hier nochmal lustig zurückzugehen. Weil... Weil ja die Grinsebohnen voll sind. Ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, geht's weiter. So, wir lassen keinen Kampf aus. Das ist ziemlich blöd, nämlich, wenn man das tut. Einfach mit dem Hintergrund, dass es natürlich mehr Sinn macht. Dass wir auch die Erfahrungspunkte sammeln. Zehnte Verteidigungshose, die kann ich halt jetzt langsam auch mal verkaufen. Okay, ich dachte jetzt zuerst, wir müssten hier die Kerzen wieder ausmachen.
bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeschmissen. Das zweite Mal. Also für mich wäre es jetzt am logischsten gewesen, man hätte gesagt, wir machen die Kerzen aus. Ah gut, man muss ja vielleicht auch gar nicht das, seht einer an. Mein Gott, was für penetrante Typen. Ich wette, bei Frauen habt ihr einen schweren Stand, oder? Eigentlich wollte ich mich gerade vorher noch heilen, aber das, ja. Ah, ich glaube, das ist wirklich meine liebste Paarattacke. Die ist richtig mega gut. Okay, wir haben mit Luigi wieder gelevelt. Ah, können wir die 21 knacken? Ah, Mist. Also ich finde, da wird er immer so ultra schnell von jetzt auf gleich. Das ist nicht normal. Okay, das war fies.
Hey, Mario hat einen Aufstieg. Oh Mann, mit diesen Kommandos ist es manchmal wirklich ein bisschen schwierig. Na super, Zellteilung. Ich weiß immer noch nicht so ganz, was es da mit diesem Wasser auf sich hat. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Ich muss gerade auch überlegen. Ich glaube, das war dann hier lang. Wie ich zu diesen Kerzen gekommen bin, ich weiß es nicht mehr. Nee, Moment, das ist Luigis Weg. Dann doch nochmal. Waren die nicht eventuell hier?
Das muss doch irgendwas damit zu tun haben. Das kann mir doch niemand erzählen. Ich komme da ja gar nicht mehr hin. Ha! So, ich würde sagen, bevor wir weitergehen, ich weiß nämlich nicht, ob jetzt gleich nochmal irgendwelche bedeutenden Cutscenes oder so kommen, dass ich hier nochmal ein kleines Päuschen einlege. Jetzt kann ich auch endlich wieder speichern. Als Mario und Luigi getrennt waren, ging das ja leider nicht. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.